Einen wunderschönen guten Abend. Willkommen. Ich hoffe, ihr hattet einen bis jetzt schönen Donnerstag, sonnig vor allen Dingen. Wir fangen mit einer oder der letzten Runde, ich bin mir noch nicht sicher, Pokémon an. Wir hatten ja beim letzten Mal die Top 4 besiegt. Was ist hier mit meinem Namen? Warte, das müssen wir erstmal kurz richten. Was da gerade los ist. Genau, die Top 4 besiegt. Und haben jetzt noch scheinbar den Top Champ. Und dann ja immer noch die Geschichte mit Pepper offen und dem Schlund. So, können wir jetzt hier nochmal raus? Nein, kommen wir nicht. Dann gucken wir mal nach unserem Pokémon. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir die beim letzten Mal nochmal aufgeladen hatten. Ich glaube, die wurden von den Vieren aufgeladen. Gut, dann lasst uns mal schauen, was uns hier erwartet. Ich habe ja die Befürchtung, wenn wir jetzt verlieren, dass wir nochmal ganz von vorne anfangen müssen. Das wäre natürlich uncool. Schauen wir mal, wie es gegen sie wird. Bin gespannt. Schon mal schön, das Pokémon kennen wir auf jeden Fall. Das haben wir ja nun mal selbst auch in unserem Deck. Das war schon mal gut. Das ist irgendwie ziemlich freundlich. Was da kommt. Guck mal, was die anderen Pokémon so dazu zu sagen haben. Das ist doch immer eine gute Wahl. Ah, ärgerlich. Achso, ihr könnt das nicht sehen. Also ein bisschen was ist übrig geblieben von der Lebensleiste. Und er hat mir ein bisschen Energie geklaut. Aber ich hoffe, dass das jetzt bestimmt erledigt hat. Ja, das ist wieder. Okay, ich wüsste jetzt nicht, dass wir da schon mal gegen gekämpft haben. Kommt mir zumindest nicht bekannt vor und es werden ja auch keine Attacken angezeigt.
Okay. Was ist da los? Nicht. Ein Pokémon so aus dem Konzept bringen kann. Ärgerlich. Den habe ich jetzt auf jeden Fall auch den Fischstampfer. Wenigstens was. Wir müssen jetzt erstmal weiterkämpfen. So ein Volltreffer war mal schön. Das könnte ganz gut sein. Schön. Wenigstens war's. So, jetzt hat sie doch, glaube ich, nur noch eins. Lumiflora. Klingt nach Pflanze. Mama. Wird der jetzt wahrscheinlich noch einen Terra-Kristall einsetzen? Ja, war zu erwarten. Dann sehr gut. Okay.
Gucken wir mal, ob unsere Pokémon dafür jetzt noch reichen. Vergiftet. Schauen wir mal. Feuer aus. Wie ärgerlich das jetzt wäre, alles nochmal zu machen. Das kann nicht sein. Jawohl. Sehr gut. Cool. Ich weiß gar nicht, warum es regnet. Es müsste die Sonne scheinen. Ihm ist die Begeisterung auch auf jeden Fall ins Gesicht geschrieben. Ja, er holt es wieder raus. Ich hoffe, sie hat meine Pokémon noch geheilt. Mit denen wir alle tot waren, außer zwei. Oder besiegt zumindest. Nein, ich möchte es nicht.
Nein. Nein. Was soll das denn, wenn ich gar keine Wahl habe? Also, ich bin immer noch für Nein. Bleibt jetzt hier nicht mehr viel. Also. Gut. Dann wissen wir ja, was wir als nächstes zu tun haben. Schön. So, wir gehen erstmal schnell unsere Pokémon heilen. Sehr schön. Lass uns mal einen Blick auf die Karte werfen. So, dann auf. Warum? Ach so, wir sind schon da. Na gut. Dann wollen wir mal. Mal gucken. Gespannt. Oh, noch mal ein bisschen stärker als die aus der Liga. Mal gucken.
Wir bleiben erstmal bei Jan. Nicht schlecht. Also ich war ja am Anfang von Despotar überhaupt nicht begeistert. Aber der hat mir schon so manches Mal wirklich den Hintern gerettet, ja? Was ist das denn jetzt hier? Also wirklich, so ein kleines Pokémon. Na, wenigstens was. Schon zwei Pokémon platt gemacht. Unglaublich. Nummer 3. Der Sandsturm regelt es nachher. Ach Gottchen. Das ist ein ganz schöner aktives Pokémon. Ärgerlich. Quatsch. Da wollen wir hin.
So, dann nutzen wir nochmal die Gelegenheit, uns hier ein bisschen aufzufrischen. Einfach mal dabei. Zwei Pokémon hat sie noch. Also dieses und dann noch eins. Okay, das war gut, aber es war auch ein Volltreffer. Quatschkopf. Heilen wir uns erst nochmal. Oh, ne, schon wieder ein Volltreffer. Ich glaube, dieser Schlagbohrer wird bei allen ziemlich stark sein. Mal gucken. Befürchtet. Schön. Sagt mir jetzt gar nichts. Sie wird aber es wahrscheinlich mit dem Terra-Kristall stärken. Ach Gott, das kennen wir. So, jetzt kriegst du einen hübschen Hut auf. Dann schauen wir mal. Wird Luftraum nicht überleben. Thank you.
Das bei Londa hat Level 66. Schauen wir mal. Bist du ernst? Das ist hier. Der Sandsturm müsste es jetzt eigentlich regeln. Ja, sehr schön. So, dann dürften wir ja jetzt mit der Pokémon-Liga auch durch sein. Sie ist einfach so krass. Mal schauen. Cool. Noch ein Strang abgeschlossen. Dann fehlt ja jetzt nur noch der Schlund. Mal schauen, wo Pepper ist. Wir sind wieder in unserem Zimmer, scheinbar. Ach so. So. Nächste Linie abgeschlossen. Das wird wahrscheinlich Papa sein. Ja. Natürlich. Bin ich wirklich gespannt, was gleich wird. So. Wir gehen in die Eingangshalle.
Was soll hier sein? Haben wir noch irgendwie ein bekanntes Gesicht? Nicht wirklich, ne? Wir schauen mal auf die Karte. Achso, das war das letzte Ziel, was wir eingegeben hatten. Ja gut, das ist jetzt natürlich nicht mehr relevant. Da müssen wir hin. Dann fliegen wir doch mal dorthin. Schauen wir uns mal unsere Pokémon an. Die sind aufgeladen, das ist gut. Geben wir die Koordinaten von Pepper Miles als Zielort ein. Dann holen wir unser Reittier und dann geht's los, würde ich sagen. Ich liebe diese kleinen Pokémon nach wie vor, wirklich. Ich sie einfach nie sehe und immer reinrenne. So. Okay, weiter geht's. Mal schauen, wer noch mit von der Partie ist. Ich bin gespannt. Bestimmt bekannte Gesichter, die wir jetzt hier gleich antreffen werden. Mal gucken. War klar. Schön. Jetzt ist das Licht an. Ich sag doch, wir brauchen diesen Rucksack unbedingt. Ah ja. Vor allem, ich habe sie gar nicht gebeten, es war eigentlich Pepper. Also, naja. Seine Mami.
Sie sieht doch irgendwie nicht besonders freundlich aus, seiner Mutter. Ich bin sehr gespannt. Ja, los, komm, wir gehen. Komm, Kinders. Ab in den Fahrstuhl. So. Ja, natürlich, er ist immer bei mir. Das ist mein Reittier. Was auch fliegen kann und Steine hochkrabbeln und sowas. Ich habe gerade gesagt. Warum? Guckt ihn euch an, ist er nicht hübsch? Er will nicht. Er hat keine Hühnerlust. Na toll. Na, das Lied. Sieht eigentlich aus wie oben. Sind wir auf jeden Fall auch da. Sieht nicht besonders glücklich aus. Ja, so ist sie.
Okay. Gut. Sie hat auf jeden Fall Bock, ja? So, wir machen jetzt erst noch mal eine kurze Pause. Und dann geht es gleich weiter und wir werden die vier Schlösser enträtseln. Bis gleich.